wieder puzzeln. Pass bitte auf, dass mit dem Fuß nicht das. Oh. Dann nerv ich Mina mit meinen Typen. Ja. Mina ist es gewöhnt. Sie denkt sich schon so, oh, Mensch. Mann, ist das anspruchsvoll, das ist ja. Und noch dich. Zuckerstangenlasso freigespielt. Ja, jetzt kann ich mich an dem Lasso festhalten. Das konnte ich vorher gar nicht. Das muss man also gar nicht drücken, dieses eine Ding. Ich habe nur das Lasso nicht. Wollen wir es nochmal versuchen? Ja. Jetzt kann ich weiter in die Schlüchte springen. 69% der Geschenke. Ich bin enttäuscht. 69! Oh. Geschenke zu stehlen ist bös. Ei, ja, das haben wir schon verstanden. Um den Plan zu verfolgen, musst du aus der Höhle raus. Ich bin schon wieder halb tot, nur wegen dieser Verspinne. Obacht vor der Wache. Weich. Ja, wenn eine Spinne mich. Ding, 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 ding. Geh weg. So, da nach links lasse ich dich gehen. Ich komme ja schon. Ich kann jetzt hier pfeifen. Ich pfeife nach. Ich stelle mich gerade an. Ha! Das auch nicht. Ich bin enttäuscht von dir. Siehst du, wie diese Nussknacker grinsen und grollen? Versuche sie mit einem felsigen Stein zu überrollen. Ja, jetzt kommt sogar die Anleitung, verwende das Zuckerstangen zu. Das ist so idiotisch! Ja, okay. Das war jetzt nicht. Das war nicht annähernd genug Schwung. Ich muss richtig schwingen. So, jetzt haben wir schon mal das Teil. Und der Stein ist wieder weg. Kommt ein neuer. Diesmal kommt jetzt mal ein neuer. Das ist sehr freundlich. Und ich komme nicht hoch. Oh. Nein! Blöder Grinch. Ich höre den Stein. Schnell weg! Der Stein wird uns alle töten! Ding, 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 ding. Geh weg. Du bist grauen. Weiß nie, was du dagegen hast. Ja. Versuch mal, in meinem Pelz zu wandern. Dann weißt du, was ich dagegen habe. Okay, das hatten wir ja schon gesammelt. Ich glaube, ich spinne. Doch Vorsicht, die Plätzchen sind stets auf der Hut. Und der Grinch hasst Umarmungen. Also verstecke dich gut. Wieso kann ich das nicht überspringen? Wenn die Plätzchen den Grinch suchen, um ihn zu umarmen, verstecke dich im Schrank, denn sie kennen kein Erbarmen. Das klingt so böse. Du hast den Grinch sehr gut versteckt. Sie wollen ihn doch nur. Zeige dich, Grinch. Ja, lass mich raus. Warte, Freund. Hast du dein Sofa? Bist du happy? So komme ich nicht durch die Tür. Nimm mal den passenden Bissel. Da war ja. Oh, das Teil habe ich gar nicht gesehen, das da unten war, ne? Ich will das Geschenk. Die Plätzchen möchten. Ist das irgendwie schön? Geh aus dem Weg, du dummer Stuhl. Passiert irgendwas, wenn ich wieder rausgehe? Ich versuche hier zu schleichen und du schiebst die ganze Zeit das fucking Sofa jetzt. Ah, ich gehe ja schon.
dann schiebt jetzt das Sofa, aber bitte nicht, wenn ich mich nicht verstecken kann. Verdammt, er sieht mich! Du siehst mich nicht. Das ist ja natürlich das beste Versteck aller Zeiten. Nein, warum so scheiß Tisch? Warum willst du den Hund nicht umarmen? Normale Leute wollen den Hund immer umarmen. Jetzt komme ich hier nicht durch. Ich kann nicht springen! Hilfe! Ja, gucke so. Du fährst durch. Schnell weg hier. Nein, ich wollte mich nicht verstecken. Ich glaube, da geht's dann nicht durch. Oh, sonst habe ich das Sofa so schön durchgezogen. Aha. Kommen wir jetzt überhaupt durch diese Tür durch, ist die Frage. Ja. Wir kommen durch. Es ist natürlich sehr freundlich. Sofa. Nein. Sie sieht irgendwie falsch aus. Ja, ich habe da gerade auch nicht drauf geachtet. Es gibt doch so eine. Ich weiß nicht, war das Seile. Dänisch? Mit dem Kinderseil, glaube ich. Wo es halt wirklich um einen Mann geht, der seinen Schwanz nicht dieses wunderliche Rohr kann teleportieren. Nein, aber irgendwelche Ballons klaut oder den Hund. Um an einen anderen Ort zu spazieren. Ich denke so, Mann, macht ihr so das her? Warum? Welch grinschiger Hüpfer. Grinschig? Hey, wo bin ich denn jetzt? Da bin ich. Da bist du. Ha. Mach mal ihm die Wache kaputt. Und jetzt kommt mein Moment wieder. Wollt ihr nur mal sehen? Vom Seil zum Zuckerstangenlasso springen. Ja, jetzt kann ich das auch hoffentlich. Und. Yep. Aha, es funktioniert. Ich sag grad, ich bin runtergefallen. Ha! Super! Ich bin da! Hallo! Ah, jetzt gehen wir hier oben lang. Ich verstehe. Ich weiß nicht, was es bringt, aber ich verstehe. Ja. Oh nein, hier ist irgendwo ein. Oh, das kann ich nicht. Hier ist ein Plätzchen und ich kann mich nicht verstecken. Ich würde gern sehen, wie es dich umarmt. Soll ich mich mal umarmen lassen? Komm, wir machen ganz viel Krach. Wow, wow! Bell! Das wäre sehr hilfreich. Du machst ja nicht bellen. Du kannst ja nicht mal bellen! Bell! Komm her! Ja, okay. Das war's jetzt. Das war die Umarmung. Ich bin da die Treppen hoch und bin weg. Ja, ich glaube, man kann auch noch die Treppen hoch. Der Tisch ist schön, nehme ich mit dir. Ich glaube, man kann auch noch mal gucken, was da oben ist. Außer der Keks. Komm, Papa. Die Kekse sind nicht gerade schlau. Ich nehme ihnen das Bein ein. Tu das, Knabber, du. Tu das. Oh, da ist etwas, wo nur du durchkommst. Oh, da ist das letzte Teil, das wir nicht gefunden haben. Wie kommst du wieder durch? Durch die Tür. Geh weg, du Keks. Ich will keinen Keks, ich will meinen Kuchen. Noch einmal in dieses super Versteck unter den Tisch. Komm dann durch.
Wieso komme ich da nicht hin? Warum bin ich zu blöd, um da durch diese Tür durchzugehen? Oh. Mina, ich muss dir leider mitteilen, dass deine Mutti ganz schön blöd ist. Zu blöd, um durch irgendwelche Türen durchzugehen. Oh. Wieder eine verschlossene Tür. Ja, los. Mach dich mal nützlich hot. Nach Max pfeifen. Ja, ich weiß, wie man nach ihm pfeift. Das bringt nur nichts. Aber selbst wenn du da hinter der Tür kommst, mach da auf. Ich weiß doch nicht, was. Bin automatisch halt immer wieder. Jetzt haben wir wenigstens alles gefunden. Was sagt der Kuchentimer? 5 Minuten. Alles voll. Machen wir kurz Pause, bis der Kuchen fertig ist? Nee. Dann versuchen wir uns ein Level Nummer 3. Alle guten Dinge sind 3. Deswegen brauchen wir eigentlich noch eine Katze. Ja. Mit dem Trampolin erreicht der Grinch ganz neue Höhen. Springe direkt drauf, dann kannst du sehr weit sehen. Ja, deswegen geht man Trampolin springen, weil du weit gucken willst. Oh, da ist ein Teil. Aber wenigstens die Trampolin-Tanze benutzen. Yeah, nie lange. Bevor du weitergehst und noch keinen Schritt tust, entdeckst du einen Pfad, den du erkunden musst. Oh, ich kann mit meiner Ruhe, ich leck mir meine Eier an der Teil. Ich entdecke einen Pfad, den ich erkunden muss. Hier hoch? Das Zuckerstangen. Wie kommt man da? Ja, das soll ich das. Das Zuckerstangenlasso verwenden. Ach so, dann verwerfe ich. Das ist sehr ungünstig designt. Was ist das? Sind hier wieder Kekse drin? Was ist denn hier? Natürlich sind hier wieder Kekse. Oh, Love und Cheek. Oh Mann. Ich hab's heute schon viel. Kann ich hier irgendwas mitnehmen? Ich weiß, der Grinch ist nicht von Disney, aber ich finde das irgendwie schon geil, wenn die so ein Crossover machen würden. So Olaf und der Grinch. Ja, und der Keks aus Schreck. Hake, sind sogar 2! Ich würde dir ja gerne helfen, aber... Ja, du kannst mir nicht helfen. Niemand kann mir helfen. Ja, Hilfe kommt zu spät. Weg, ich würde ja gerne die Beine anknabbern, aber das gibt die alles nicht. Verdammt, ich will da hoch. Ich will irgendwas mitnehmen. Ja, dann nimm du mal wieder irgendwas mit. Kann ich den Tisch mit hoch? Falls du dich je in deiner Existenz sinnhaft gefragt hast. Oh, das ist ja ein Momo. Hallo Momo. Kann ich wieder raus? Kann ich wieder raus oder fressen die mich dann? Irgendwie sind diese Kekse halt schon gruselig. So auf ihre ganz eigene Art. Ich bin gar nicht da. Ich habe auch nicht den Schrank aufgemacht, den habe ich da nicht reingelegt. Scheiß Keks. Mir ist der Tisch mit runter. Aha. Mist, geht nicht mit runter. Na, dann nehmen wir den Bock an. Ich will durch diese Tür hinter dem Keks. Wir wissen, was hier ist. Oh, ein Klo.
Das brauche ich jetzt dringend. Ich brauche ein Klo. Hallo. Ich will hier raus. Lass mich mit diesen Horrorkeks in Ruhe. Leute, geknutscht wird hier nicht, das ist ekelhaft. Das Zuckerstangenlasso verwenden. Das ist so. Ich glaube vor allem, wir haben jetzt übelst was übersprungen, oder? Nee. Momo! Oh. Mina, nicht fressen, nur putzen. Das ist eine Haltestelle. Ja. Damit sie entschwirren, springe über die Fledermäuse drüber. Oder ducke dich und husche an ihnen vorüber. Ich kann mich ducken, warum kann ich mich ducken? Ich kann mich gar nicht ducken, das Spiel lügt wie gedruckt. Mina? Seid lieb zueinander. Habt euch lieb, meine Kinder. Sonst enterbe ich euch. Nein, ich enterbe nur Momo. Wie das bei der Erstgeborene, ich kann sie nicht enterben. Wie ich da wieder feststecke? Ach so, ja, wieder eine Klippe, die ist nicht aufgekommen. Wieder so richtig misstrauisch. Verdammt, falscher Knopf. Ich hab den falschen Knopf gedrückt. Oh, schäme mich so. Ja. Ich will dieses Lasso gar nicht benutzen. Das ist und dann noch Geschenke und oder was? Nee, ich glaube, ich habe alle eingesammelt. Der macht das so langsam. Kannst du dich nicht ein bisschen schneller ab und hoch sein? Noch eine verschlossene Tür. Du kennst das Verfahren. Du weißt, wie es geht. Ja. Zeig den Weg. Okay, also du musst durch das Rohr. Du musst allein durch das Rohr. Nimm, denkst du. Nach Max pfeifen. Ich pfeife doch. Mir egal. Dann stirb doch. Aber selbst wenn er pfeift, wie soll ich denn da duschen? Ich hab keine Ahnung. Das ist mir ein Rätsel. Ich pfeife einfach nochmal, weil es so viel Spaß macht. Da ist. Da ist. Da ist doch ein kleines Hündchen. Verdammt! Warum halt? Ich hab jetzt nicht aufgepasst, ich war auf die Mieze fixiert, die sich da so süß putzen. Geh weg, du Spinne. Plötzlich vertragt ihr euch wieder, ne? Wenn Mami von den Erden spricht, habt ihr euch plötzlich wieder lieb. Ich vergesse immer, dass ich ja auch spinnen kann. Aber ich weiß auch nicht, ob mir das wirklich so viel bringt. Verdammt. Dass du auch einfach hier überall drunter durch kannst. Ich muss hier so einen Scheiß machen. Obacht vor den Spitzen, die dazwischen sprießen. Halte dich auf Plattformen, damit sie dich nicht aufspießen. Ich finde das so geil, ne? Die sind schon die ganze Zeit da und plötzlich, ja, passt bitte auf, dass ihr nicht auf irgendwelche Spitzen tretet. Ja, mir ist es egal, ne? Ja, dir ist es egal. Verdammt! Ich hab das Trampolin verfehlt. Ich will nochmal springen.
Einfach weil es so Spaß. Ich meine, es ist Trampolin hüpfen. Wie vielen Spielen kannst du Trampolin hüpfen? Warum sind hier überall Kekse? Ich will doch einfach nur ein paar Geschenke sammeln. Kekse. Kekse. Kekse, Kekse. Ich krieg leider das Geschenk nicht, weil ich zu klein bin. Werde diskriminiert. Ich muss diskriminieren. Weil eigentlich müsste ich da rankommen. Wenn ich mich hier runter kann, ich mich auch ducken. Aber dadurch, dass ich zu klein bin, kann ich das nicht. Ich werde dich laufen jetzt direkt in die Arme. Das ist viel. Ist der dunkler als dir? Oh mein Gott, ich sag doch was. Es sieht so richtig neonfarben aus. Ja, yeah, ist verbrannt. Nehmen wir diesen Stuhl mit. Warum tut das? Mumi. Ich kann sonst nichts anderes. Mumi denn bewegen? Mumi, Zwiener, Mietz. Warum tut sie das? Warum komme ich hier wieder nicht durch? Krieg ich den Stuhl da, die Krabbe? Meine nächste Challenge. Welcome to my channel, YouTube, and I want to make a chair to the stairs on top. Uh-huh. Let's start! Oh, yeah. Was heißt es funktioniert auf Englisch? It's functional! We did it! Oh mein Gott! Verdammt, it's working. Ja, was soll ich sagen? Ich komme die Treppe nicht hoch wegen diesem Scheißstuhl. Weil ich ja irgendwie, sobald ich irgendwo drin bin, nicht mehr springen kann. Kommst du mal kurz zu ihm? Ja, doch. Okay, guys, now I want to put a chair on top. Yeah, that's awesome. Okay. Ja, jetzt krieg ich das. Weißt du, in Zukunft wartest du, bis ich die Treppe hoch bin, bevor du hier rumschiebst. Guck mal, aber der Da der Keks kann einfach die... Diese Lache von den Keksen. Also ich finde, der schwarze Keks ist ein bisschen gemeiner. Der lacht. Ja. Lachen so ekelhaft. So, ich will gucken, ob sich das dann resettet und ich dann da hochkomme. Der Keks hat ja den Stuhl schon weggeschoben. Also kommst du... Hat er den weggeschoben? Ja. Also du kommst da hoch. Nee, komm ich nicht. Weil ich kann ja nicht springen. Aber du. Keks, komm. Nimm den Stuhl. Entschuldigung. Okay, das war die Challenge. Ja, nimm einfach den Stuhl. Verbarrikadiere ihn, damit kein Mensch mehr dran vorbeikommt. Kein Grinch und kein Plätzchen. Wir gehen nochmal raus und dann gehen wir nochmal rein. Wir wollen mal sehen, ob alles resettet ist. Ich hoffe es. Da, meine lieben Katzen, mein Hunde bellen. Warum ist ein Tier ein, die wissen, wie Hunde bellen klingen? Sie kommen beide von der Straße. Gibt es irgendwelche bösen Menschen da draußen? Ja, der Stuhl ist weg. Es gibt irgendwelche bösen Menschen da draußen, die ihre Katzen rausnehmen. Soll ich den Stuhl da wieder hinstellen? Nein! Okay, weg! Lass mich da hoch. Ich renne dem anderen Keks jetzt mal in die Arme. Gleiches Recht für alle. Ich muss jedem Keks mal in die Arme laufen. Aber schön Kindheitstraum auferleben, ne? Aufleben lassen. Ein riesiger Keks. Ich auch. Alter. Scheiß Keks! Wie dramatisch der das macht. Das Geile ist, wir müssen jetzt eh den ganzen Weg wieder zurück, weil hier oben ist kein Ausgang. Hey! Unter der Treppe, wie Harry Potter. Oder meinst du, Hitzberge? Hey, Chaggy, go, go, go.
für den Kuchen. Darf ich mal nicht. Es gibt zwei verschiedene Wege, deine Reise abzuschließen. Klettere Seile hinauf oder gehe weiter auf deinen Füßen. Ich will aber die Pakete haben. Du bist ja da. Geheimbereich entdeckt. Richtig geil. So, und jetzt nochmal hier unten gucken. Ich bin doch gar nicht per Pferd unterwegs. Warum sagt ihr die ganze Zeit Hüha? Der Grinch läuft jetzt schon irgendwie. Wir gehen gleich nach dem Kuchen. Snowboard. Das ist richtig anspruchsvoll hier. Wow. Also ich weiß nicht, ob ich das so einfach lösen würde. Da wäre ich mal überfordert. Ja, nee, ich glaube, das gehört hier. Snowboard freigespielt. Du hast das Snowboard freigespielt. Du kannst es in Levels mit Snowboard-Icon verwenden. Oh, hier kriege ich endlich ein neues Herz. Yes! Dann sterbe ich nicht mehr sofort.